Heute starten wir in die nächste Folge von Finde den Pro. Dabei spielen wir 3 Custom-Runden und die jeweiligen ersten Plätze werden von mir in eine Solo vs. Squad-Runde eingeladen. Derjenige, der dann in dieser Solo vs. Squad-Runde die meisten Kills erreicht, gewinnt damit das Finde den Pro-Turnier und damit auch einen V-Bucks-Preis. Wenn ihr bei solchen Turnieren auch selber mal mitmachen möchtet, dann checkt sehr, sehr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Damit kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal, dort heiße ich AlbiVB und bin so gut wie jeden Tag live. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazulassen und den Kanal kostenfrei zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und sonst findet ultimativen Support sehr gerne den Creator-Code ALBIVB im Itemshop benutzen. Es sind nur 6 Buchstaben, der Code ist super schnell eingegeben, ihr müsst nur ganz kurz daran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Ansonsten sind auch hier noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sie was mit dem Code ALBIVB im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben, das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support und jetzt viel Spaß mit Finde den Pro, let's go, rein da! Wir sind in der allerersten Runde. Und zwar ganz easy. Man muss einfach nur die Runde gewinnen. Die zweite Runde muss jemand gewinnen. Die dritte Runde muss jemand gewinnen. Die 3 Gewinner werden dann von mir rausgezogen, werden dann geaddet. Wir gehen zusammen in eine Solo vs. Squad Runde. Und in dieser Solo vs. Squad Runde wird dann angetreten. Und derjenige, der die meisten Kills hat, der bekommt 1000 V-Bucks. Das ist schon schwer. Erstmal eine Custom-Runde gewinnen und dann gegen die Leute im Kill-Duell gewinnen, die auch die anderen 2 Custom-Runden gewonnen haben. Das ist schon krass, wenn man das schafft. Kann man sich auch schon mal auf jeden Fall als Pro der Community bezeichnen. Bruno Banan. Mani, der ist auch komplett alleine im Tresor. Warum droppen die ganzen Leute so außerhalb? Bruno, du hast alle Zeit der Welt. Du bist ganz alleine hier. Und Bruno Banani, das aber hier vielleicht ein bisschen Probleme. Muss mal down gehen jetzt, der Bot. Banani, sehr stark. Karte nehmen in den Tresor rein. Was kriegt der? Oh, die Charge? Grenade Launcher oder den Bogen? Ja gut, also entweder die Charge oder Grenade Launcher. Er nimmt sich die Charge. Oh, hier, Sanguine Sweets wurde auch schon gelootet. Was hat sich Darix genommen? Darix nimmt sich die... Nein, er nimmt sich nicht... Er nimmt sich die Alien-Laserwaffe? Und wir gucken mal bei Randless Retreat. Da hat sich auch schon einer den Tresor genommen. Und es ist Juno mit der mythischen MK. Okay, wir haben dann die Charge, die Alien-Waffe und die MK in mythisch. Oh mein Gott, was macht denn der jetzt? Wuff, wuff. Der will ja hier, der will Juno komplett anbellen. Guter Hit. Ja, aber Juno macht es wunderbar, ne? Die Triple, vierfach Boxing, alles gut. Topfragger, Utix, LL, Mokro, Tizi, Juno, Ben und Ryzen mit 2. Twitch, Clay, Twitch, der campt hier hinter einem Stein. Oh, der will mit dem Reinbock jetzt rein. Macht er eigentlich ganz gut. Ich glaube, Julian ist ein bisschen unconfident. Der hat ein bisschen Angst. Okay, guter Hit. Julian ist jetzt low auf jeden Fall, aber auch nur 40 AP. Oh, der Edit muss sitzen eigentlich. Oh, jetzt kriegt er einen dicken Hit ab. 63 AP. Jetzt kann Julian ein bisschen Druck machen, aber Julian macht keinen Druck. Der hielt sich lieber selber auch nochmal. Okay, Toastboy kommt jetzt auch da an. Ich glaube, ist Mega City gedroppt vielleicht. Ich will jetzt auch ein bisschen Druck machen mit dem Rambock. Oh, droppt er genau für... Er droppt genau für Wild Julian drauf. Wild Julian baut nicht mal, das ist ihm egal. Kriegt minus 25 oder minus 50 sogar. Okay, da geht gut was rein. Wild Julian jetzt auf 50 AP oder sowas. Oh, da muss Toastboy jetzt eigentlich dranbleiben jetzt mit dem Rambock oder so. Wild Julian jetzt nicht mehr mit so viel Healing. Da ist Toastboy auch schon. Wir gehen auf Toastboy drauf. Der droppt jetzt auf Wild Julian drauf. Macht ihm nochmal 50 Damage. Er crackt ihn sogar. Julian jetzt hier mit echt richtig, richtig großem Problem. Julian, du musst da weg. Am besten wärst du im Auto geblieben, Bro. Boah, Toastboy wird jetzt gekillt von Julian, weil er Hilfe bekommt von der Seite. Aber Julian jetzt auch dead. Tyler, Third-Party-Champion jetzt scheinbar. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Das ist die goldene Regel bei Third-Partys. Top 39. Jetzt haben wir hier Ben. Fightet jetzt gerade Juno, und zwar den Tresor-Gewinner mit der mythischen MK. Boah, ist tot. Der freut sich jetzt richtig über die mythische MK, der Ben. Ben jetzt auch Top-Fragger wahrscheinlich, ja. Ben Top-Fragger. Oh, Fabi, der wird wahrscheinlich überrascht jetzt von Niklas. Niklas, du kannst so gut überraschen, Niklas. Niklas, Spray. Niklas. Ja. Oh, das war ein bisschen zu wenig, Niklas. Sind in den Customs immer 100 Leute drin? Es sind immer mehr drin. Das Problem ist, ich muss immer timen. Deswegen, ich muss immer dafür sorgen, dass es unter 100 sind. Aber ja, normalerweise kommen immer 100 rein. Oh mein Gott, war Niklas jetzt gerade low. Boah, Niklas gerade mit ganz, ganz dicken Problemen. Niklas, nicht tanzen, Bro. Tanzen kannst du, wenn du ihn bekommst. Dann darfst du tanzen von mir aus.
Boah, Niklas, jetzt musst du in der Lobby tanzen. Coco mit seinem zweiten. Wen haben wir jetzt noch dabei, Chat? Top 22. Alvi Comcall, fass ich nicht, mit 2. Johnsys Fanboy mit 2. Queasy mit 3. Wir haben Zylo mit 4. Fightet gerade Alvi Comcall. Ey, lass den Jungen. Dame. Wildcase IVB mit 2 haben wir auch schon gesehen. Darex mit dem Donut. Wir haben Malunda mit einem. Wir haben Wave Robin mit einem. Wir haben CFA Liam Dowski auch dabei mit einem. Wir haben Ben mit 5. Adi mit dem Donut. Wir haben Bird mit einem. Wir haben Tizi mit 4. Wir haben Fabi mit 2. Goku mit 2. BSQ mit einem. Und da sind wir wieder auf Aldi Comcall, der sich Sühle holt. Und der fährt jetzt gegen Queasy. Oh mein Gott, Queasy kriegt einen Ding ab. Wer ist Aldi Comcall? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Newcomer scheinbar, Newcomer. Johnsys Fanboy auch dabei. Aber Johnsys Fanboy ist, glaube ich, nicht so cool wie Alvi Comcall. Wobei, warte mal. Hat einen geilen Move gerade gemacht. Geiler Kill. Unsere Top Fuega. Teezy auf der 1 mit 5. Ben auf der 2 mit 5. Queasy mit 3. Alvi Comcall mit 3. Und Johnsys Fanboy mit 3. Oh mein Gott, nein, Ben, bitte nicht. Bitte nicht an so einen Ben. Bitte nicht. Oh mein Gott. Der Mann hat nur noch 27 HP und ist tot. An Twitch Xylex auch noch. Die Top 9. Wobei wird jetzt gut gesprayt von der Lobby. Boah, muss jetzt ganz weit. Aber Bro, lauf doch zu den Bills hin. Ja, oder so, genau. Boah, gut eigentlich. Gut, gut, gut. Geh da rein jetzt. Bro, du musst da rein. Du hast keine Bills mehr. Kuba, komm, schaffst du. Kuba, du bist gut. Boah, jetzt hat er Probleme. 4P. Ja, vorbei. Kuba Death, Top 8. Aldi Comcall mit dem Kill auf Kuba. Ey, Aldi Comcall ist crazy, ne? Also, ich weiß nicht, wer das ist. Aber der ist wirklich krass. Hat geilen Stuff. Mythische neue Pump. Der hat er die goldene MP und 2 Goldies. Wow, 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 wow. Wir machen ruhig. Johnsy Fanboy geht ahead, macht er gut. Darix wird gesprayt von unten. Boah, hat jetzt Probleme. Ne? Nur noch ein Spray und die Minis. Die müssen reingeknallt werden irgendwie. Aber der wird gerade ein bisschen gut Lobby-Fokus. 4 HP, Darix fährt Darix dead. Darix dead an Aldi Comcall. Ja, wer denn sonst? Top 5, Aldi Comcall. Johnsys Fanboy. Liam Dowski, Teezy und Fabi. Aldi Comcall ist Mini-Jamie. Fass ich nicht. Mini-Jamie mit einer unfassbaren Performance holt sich Liam Dowski. Wir gucken mal, was macht Johnsys Fanboy. Johnsys Fanboy spielt so verquatscht wie Johnsy. Der bleibt hier lang in Zone. Okay, chockt ein Edit, chockt noch Edit. Bro, du bist immer noch nicht in Zone. Jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Johnsys Fanboy. Du musst aber so langsam musst du rein, Bro. Und jetzt ist das 1-on-1 zwischen Alvi Comcall und Johnsys Fanboy. Fass ich nicht. Alvi Comcall, jetzt muss er auch rasieren. Das wäre jetzt peinlich sonst. Er hat keine Bills mehr. Johnsys Fanboy, keine Bills mehr. Macht's aber eigentlich ganz gut, aber Johnsys Fanboy kriegt jetzt hier gute Stellen von Aldi Comcall. Aber er macht's richtig smart. Hat aber nicht ganz gereicht. Mit ohne Metz ist auch schwer. Johnsys Fanboy ist sehr, sehr gut geschlagen. Aldi Comcall mit 9 Eliminierungen. Wir sind in der zweiten Runde von Finde den Pro. Aldi Comcall. Ganz, ganz, ganz krass. Sanguine Sweets diesmal ein bisschen mehr contested. Rentless Retweet immer contested. Eclipse State diesmal 2. Hier, Vibex. Ja, der holt sich schon die Bots. Boah, das macht er gut. Der lässt die oberen Jungs da gerade irgendwie so passiv fighten. Und er selber holt sich jetzt in der Zeit die Bots. Macht er sehr, 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 sehr gut. Die mythische Tommy Gun und den mythischen Catty Launcher. Er nimmt den Catty Launcher. Ist es wirklich keiner mehr da? Wo sind die anderen hin? Er ist völlig alleine hier bei Sanguine Sweets. Wer sind unsere Top Fragger? Zylo mit 3, Kein Call mit 2, Linus mit 2, Butter, Flutterbutter mit 2 und Maxi mit 2. Warte mal, was geht hier ab? Herzl wurde jetzt entdeckt von TM. Oh, guter Hit eigentlich. Oh, Herzl ganz, 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 ganz low, aber killt ihn noch. Okay, Kein Call mit 3, Zylo mit 3. Ey, die Jungs, mein Gott. Und Kein Call schon wieder am Fighten. Ja, der ist noch nicht so eingespielt, der Mann heute. Der ist noch nicht so eingespielt heute. Unser Top-Tracker raus. Oh, Zylo, der geht da rein. Der geht da, glaube ich, rein. Der ist richtig ruhig. Ey, Zylo macht es gut, aber auch, ne? Oh, Zylo, sehr confident. Haben wir lange jetzt nicht mehr dabei gehabt hier in den Customs. Aber der ist One-Hit Spiel, Zylo. Der ist One-Hit Spiel. Da brauchst du nicht mehr mit dem Pam reingehen. Einfach mit dem P rein, ne? Und dann hast du ihn. Er will es mit Pam machen. Ja, wir sind ein paar Mal. Tschüss. Robnik-Fan, der hat Zylo mit 5 Top-Fragger. So, Juno schon wieder mit der mythischen MK. Juno, diesmal weißt du aber ganz genau, was du machen musst, ne? Die Gegner totsprayen. Oh, Juno guckt, Nordet! An Darix. Okay, okay, okay. Jetzt ruhig, Juno. Juno, ruhig. Oh, du hättest doch bei Girl mit deinem MK. Aber egal, alles gut. Mach weiter. Mach dein Ding, Bro. Sprayen, 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 sprayen. Mit der Waffe musst du sprayen. Ganz, ganz wichtig. Okay, er holt sich, glaube ich, die Karte, um sich die Zone anzeigen zu lassen. Geil, 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 Juno. Das meine ich. Einfach sprayen. Wenn man die Waffe spielt, musst du halt rein.
Top 31 Spieler jetzt noch alive. Ryzen da hinten. Sehen wir auf einem Baum. Der macht dann Big Chilling. Darix hier immer noch da unten am Campen. Buggy, Leti und MN Keys. Wir gehen mal auf Buggy drauf. Der probiert jetzt hier gerade Letis Walls zu replace. Leti auch ein unglaublich guter Spieler. Und das sehen wir jetzt hier an dem Pumpe zum Beispiel. 71 HP Buggy. Leti 97 immer noch in der Box. Obwohl er so einen dicken Pump gegeben hat, der denkt nicht mal dran rauszugehen. Leti auch ein unfassbar guter Spieler. Er sieht aber MN Keys. Das ist stimmt auch nichts mehr gebracht, Bro. Ey, wenn Alvi kommt, Call wieder hier die Runde gewinnen sollte aus irgendeinem Grund, dann kommt natürlich der zweite weiter, ne? Wir sind in den Top 16 Männern wieder dabei. Alvi kommt Call mit 3. Wir haben O6 Maxi mit 3. Wir haben El Mocrosylo mit 8. Wir bleiben kurz drauf, dann hat er kurz 9. Chillig. Wir haben Juno Grimms mit 5. Wir haben Ernix, oh, leider dead mit einem. Wir haben Hugo mit 2. Wir haben Tiger Cool mit einem. Wir haben Gon FMBR mit einem. Wir haben Liam Dowski mit 2er. Wir haben Thoma mit dem Donut. Wir haben Malunda mit dem Donut. Wir haben Eva Moritz mit 3. Wir haben Quentin VB mit dem Donut. Wir haben Ben mit einem. Oh, warte mal. Juno gegen Sylo. Oh, das ist jetzt spannend. Juno, merkt ihr bitte. Spray. Guter Hit. Guter Hit. Topfragger Sylo dead. Juno mit dem 6. und holt sich den Topfragger. Sylo jetzt raus. Boah, sehr, sehr gefährlicher Spieler. Das hätte aber auf beide Seiten kippen können, ne? Oh mein Gott, das macht er so gut. Ey, Juno, du hast auf mich gehört. Sag mal ganz ehrlich. Ganz kurz, Juno. Mach mal eine ganz kurze Pause, schreib im Chat. Du hast auf mich gehört. Sag mal ganz ehrlich. Hugo Gott. Mim Caddy Launcher. 6 Stück. Spart er sich fürs Endgame. Geil. 2 Goldies auch dabei. Liam Dowski. Na, soliden Stuff. Boah, wie Hugo Gott. Mim Caddy Launcher. Und, boah, guter Hit jetzt, Juno. Jetzt rein. Oh, er pullt ihn weg. Mal runter von der Seite, der guckt irgendwie. Die Zwiebelwaffe muss rein, die Zwiebelwaffe. Oder so, Pump. Juno mit 3 Goldies, haut sich, pfeffert sich einen hinterher. Geil, Top 7 jetzt. Guter Hit auf Maxi. Boah, jetzt ist aber... Box von beiden Seiten irgendwie. Kommt raus, alles gut. Wen haben wir jetzt noch dabei? Malunda ganz low. Juno... Bleiben wir mal ganz kurz noch drauf, weil der holt sich jetzt, glaube ich, gleich mal Lunda Wall von der Seite. Ey, Juno, Bro, du hast jetzt echt noch guten Stuff. Bitte choke das jetzt nicht. Du hast alles, was du brauchst. Wir haben Malunda, sehr, sehr low, mit keinem Healing, 27 AP. Quentin jetzt mit dem Kill auf Moritz. Wir haben Quentin und Ben. Und Maxi noch, sorry. Juno mit ganz, ganz crazy Stuff. Ey, Bro, der kann es, er darf es, er muss es gewinnen eigentlich. Also Juno muss es gewinnen, wirklich. Das ist jetzt ein bisschen Druck, aber es ist okay. Kein Healing jetzt mehr. Irgendwie auf Highground und dann einfach ausspielen mit MK. Einfach jetzt runterspielen. Auf geht's, Bro. Das schaffst du. Sind noch echt gute Spieler dabei. Aber das kriegst du hin. Bro, bitte, du hast so viel Muni. Spray das alles kaputt da unten. Oh, über ihm ist noch einer. Ah, jetzt keine Metz mehr. Jetzt keine Metz mehr, nein. 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 Ah. Ah, Juno. Ah, bau dich einer. Top 4. Nein, nein, nein. Rein da, rein da, rein da. Nein, du musst. Nee. Ich weiß nicht. Ich halte mal. Top 4. Boah, Juno dead. Vierter, Liam Dowski. Oh mein Gott, war das close, ne? Liam Dowski mit 4. Quentin oben. Und nur noch Ben unten mit 3. Ben diesmal mal ein bisschen ruhigeren gemacht. Lass die anderen fighten. Liam Dowski dead. Ben kriegt den Kill. Und jetzt nur noch Quentin gegen Ben. Ben, das musst du jetzt gewinnen. Ja, das ist, glaube ich, das ist eine Sache für Ben. Ja, das ist eine Sache für Ben. Ja, das ist eine Sache für Ben. Quentin, GG's. W's, GG's und tschüss in den Chat jetzt mal schon. Ich glaube, das kann Ben eigentlich nur noch gewinnen, ja. GG's. Und Ben ist der nächste Kandidat für Finde den Pro die Finals. Wir sind in der dritten Runde. Wer jetzt unser dritter Pro sein wird, wir werden natürlich alle nach den Ranks fragen und mal gucken, wer dann auch genauso gut in Solo Squad performen kann. Bleibt abzuwarten. Das kommt natürlich im Anschluss. Okay. Queasy mit dem nächsten. 5 Kills Queasy. Wie sie gerade durch. Kein Call, aber auch. Top 28. Wen haben wir noch dabei? Wir haben Taiova mit dem Donut. Wir haben Killua mit 3, der fight gerade. Wir haben Marvus VB mit einem. Wir haben Albo mit Afro mit 3. Der war kurzzeitig Top-Fragger. Mit 4, sorry. Wir haben Word mit einem. Rezor mit einem. Mini Elvis VB mit einem. Wir haben Effalasse mit 2. Utix mit dem Donut. Eventuell mit seinem ersten jetzt gleich. Wissen wir nicht. Tui mit dem Donut. Nico mit dem Donut. VB Bruno Banani mit dem Donut. Ocean VB Box. Mit dem Donut, Elmo Crosylo mit 2. Kein Call auch wieder dabei mit 2. Aldicom Call auch wieder dabei mit 3. Evace Cham mit der mythischen Charge. Wir haben Toastboy mit dem mythischen Caddy Launcher. Oh. Oh nein! Queasy ist ausgetimed!
Und Jutix killt ihn. Oh mein Gott, nein. Und der Elden sogar. Kein Call im nächsten Kill. Auf Mini Elvis VB. Kein Call im nächsten Kill. Erhöht jetzt auch auf 5. Alvi kommt Call. Der Gewinner der ersten Runde mit 7 Kills hat die mythische MK. Der Typ, der dreht auf, ne? Das ist krass. Wenn, by the way, Alvi kommt Call gewinnen sollte, ne? Kommt der zweite weiter. Denn der hat ja schon ein Ticket fürs Endgame, aber alles gut, er ist dead. Killua mit einem HP. Oh, Sylo. Oh, gibt ihm dicken Hit. Aber alles gut, der hat noch gut Healing. Killua, Album mit Afro, Nico, Sylo auf Highground gerade, kein Call und Max. Okay, Sylo wird jetzt runtergesprayt. Wir gehen mal kurz auf Sylo drauf. Hat auch den Catty Launcher. Oh. Oh, Sylo, das ist zu weit. Oh mein Gott. Elf Green, Sylo. Da muss ich jetzt kurz healen jetzt. Da muss das Spray jetzt reingepfeffert werden. Okay, oh, der Killua kriegt einen dicken Hit ab. Hier von Nico. Top 6 immer noch. Oben Album mit Afro, Spray, Sylo, gut. 14 AP, Sylo. Sylo braucht einen Refresh. Hat keine Metz mehr. Sylo braucht einen Refresh. Ganz wichtig. Oder er wird abgekämpft, oder? Nee, es Max kämpft jemand anderen ab. Sylo geht ahead. Sylo macht es nicht schlecht. Er macht es nicht schlecht. Er macht es nicht schlecht. Er wartet auf irgendeinen Refresh. Kein Call. Als ob kein Call sein Refresh sein wird. Kein Call jetzt auch sehr low. Top 3. Killua mit dem Kill auf Nico. Nico mit dem Kill auf Killua. Haben sich beide eliminiert. Kein Call unten. Album mit Afro, aber big, big, big chilling oben. Und Sylo unten. Kein Call jetzt dead. Wird Dritter. Und jetzt nur noch Sylo gegen Album mit Afro. Und so wie wir Sylo kennen, kann er sowas drehen. Aber er hat halt nur noch ein HP. Was willst du machen? Also mal ohne Witz, was willst du machen? Schade. Hätte vielleicht noch knappen können, wenn er oben den Boden nicht geplaced hätte. Aber damit ist Albo mit Afro mit 6 Kills der dritte Finalist für Finde den Pro. Hallo, hallo, hallo? Ja. Ey Jungs, sehr, sehr geil gespielt. Also ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ich brauche, glaube ich, die Regeln jetzt nicht nochmal erklären, oder? Yep. Okay. Ja, dann good luck, Jungs. Albo mit Afro dropped by Slappy Chance. Wir gehen mal zum nächsten. Alvi kommt Call, Gewinner von der ersten Runde. Der dropped bei der Kartbahn. Okay. Und tatsächlich Ben auch. Oh, ein Kill ist gefallen. Vom Ben. Es ist Albo mit Afro. Der hat schon 2. Oh, den kann er holen. Geil. Geil, 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 geil. Oh mein Gott, 3 Kills. Albo mit Afro, der meint ja böse ernst, Chat. Der macht ja richtig Druck hier. Geil. Oh mein Gott, wer macht den vierten? Oh, er muss reloaden. Oh mein Gott. Sein vierter. Aber wir haben jetzt auch schon Albi im Com-Call mit einem. Er hat jetzt seinen ersten Kill gemacht, hat aber, muss ich sagen, auch ein gutes Loadout. Und holt sich jetzt auch wahrscheinlich die Bots, um in diesen Mini-Tresor oder Mega-City zu kommen. Ben der Einzige bisher, der noch keinen Kill hat. Aber die Runde ist noch sehr, sehr lang. Da kann sich noch viel ändern. 4 Kills. Albo mit Afro. 1 Kill für Albi Com-Call. Und 1 Kill für Ben. Das schaut gut aus für Albo mit Afro. Ich glaube, er hat seinen nächsten gemacht. Albo mit Afro mit 5 Eliminierungen. Das ist ja Wahnsinn. Alvi kommt Call mit 4 Kills plötzlich. Die hat ein komplettes Squad zerlegt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und Albo mit Afro sieht die nächste Squad. Er macht da Damage. Er macht den ersten Kill. Er macht den zweiten Kill. Er macht den dritten Kill. Dritter. Vierter. Albo mit Afro mit 9. Okay, Albo mit Afro, der macht es smart. Der probiert die ganze Zeit am Rand von der Zone rumzufahren, weil da droppen natürlich die meisten Squads, die vielleicht ein bisschen verunsicherter sind. Und da kann man sich natürlich sehr, sehr viele Kills holen. Albi kommt Call ist gerade am Fighten. Albi kommt Call mit seinem ersten Knock, mit seinem zweiten und dritten Knock. Oh, gut, gut, gut. Macht seinen sechsten Kill jetzt. Sein siebter und sein achter, die krabbeln dort hinten. Und er braucht nur noch einen. Aber findet ihn nicht. Albo mit Afro mit insgesamt 10 jetzt schon. Boah, ja, 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 das geht ab jetzt. Die haben insgesamt schon 20 Kills. Das ist krass. 34 Spieler noch alive. Die Jungs, die sind echt Maschinen. Die zerlegen hier die Runde, als gäbe es keinen Morgen. Ben, nice, mit dem Knock. Da unten kommt noch einer an. Sehr gut, den braucht er. 70 White. Gut, Brickle. Geil. Nächster Knock. Okay, Ben mit 4. Und dorthin ist ja noch ein Knock, deswegen Ben eigentlich mit 5. Oh, von der Seite noch einer. Boah, das sind sogar 2. Sehr, sehr geil eigentlich für Ben. Aber ist halt ein bisschen low, ne? Oh, wird jetzt ein bisschen gesprayt, hat aber gut Metz. Ben ist auf einem HP! Oh mein Gott! Guter Hit, 100. 123 nochmal. Boah, starke Hits hier von Ben. Boah, Ben trifft gerade auf ein gutes Squad, ne? So gut waren die anderen nicht. Das ist, glaube ich, das nervigste Squad, auf das Ben trifft hier.
Die anderen hatten echt so ein bisschen so Losty Squads, aber die zeigen schon ein bisschen, was sie drauf haben. Die wollen die Runde gewinnen auf jeden Fall. Boah, Bandit. Ben eliminiert, Top 19. Ben mit 4 Gills geht down. Jetzt ist es ein Match zwischen Albo mit Afro und Albicom Call. Und die beiden sind vom Abstand her nur einen Kill auseinander. Und Albicom Call, der geht da direkt hin. Boah, crackt einen fast. Boah, den kann er sich easy holen. Jawohl, knock direkt einer. Geil, die Kills, die will man safe haben. Boah, da drin waren welche. Stark. Oh. Oh. Oh, was? 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 Bro, Albicom Call. Also, Jamie, du musst jetzt bloß noch die Runde gewinnen. Und halt noch diese 2 Kills machen. For real, Jamie, das ist nicht schwer, diese Runde zu gewinnen, Bro. Du musst einfach nur gucken, dass du die ganze Zeit jetzt campst bis zum Endgame. Du hast echt alles. Du brauchst vielleicht noch deine Goldies oder sowas. Durch die Bots unten, die sind da noch. Du musst nur den Bot eliminieren. Oh, er geht da auf Gegner. Macht der nicht auch smart? Vielleicht 2, 3 Losties holen. Ja, zum Beispiel der. Ah, ist okay. Da hat er schon mal seinen 11. Macht er auch gut, macht er gut, macht er gut, macht er gut. Mach jetzt keinen wilden. Oh, geil, 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 geil. Okay, jetzt muss er nur noch gewinnen. Jamie mit 12 Kills. Er muss jetzt bloß noch die Runde gewinnen. Dann ist vorbei. Du musst schnell einen Down kriegen. Schnell, aber sehr, sehr schnell. Schnell, Jamie. Ganz, ganz, ganz schnell. Beeil dich. Ich glaube, das ist der beste von denen. Ja, der ist ultra wild. Der ist alleine gerade. Jamie, das hast du. Jamie, komm. Jamie, ich believe. Let's go, Jamie. Let's go, Jamie. Bro, das schaffst du. Noch 3. Du bist der beste, Jamie. Hau den Goldie vielleicht rein zur Not. Dann kannst du besser reingehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ein Sprayer. Goldie rein, Goldie rein. Nein. Nein. Diese Jungs sind ja nicht early gestorben, ne? Deswegen gibt's eigentlich auch keine zweite Runde. Oh, das finde ich gerade echt schade, Mann. Wisst ihr, was wir machen, Chat? Ich werde jedem von denen 500 V-Bucks geben. Hallo, hallo, hallo? Ja. Sehr, sehr bitter, ja. Ey. Sehr, sehr bitter. Aber Jungs, wir machen so, okay? Ich gebe jedem von euch 500 V-Bucks, okay? Damit gebe ich 500 V-Bucks mehr, als ich eigentlich geben wollte. Aber ich glaube, das ist fair, weil es kann echt sein, Ben, dass du gestreamt wurdest. Und Jamies kann auch sein, ja, dass das die Stream-Sniper waren. Und Albo, wenn du mich hörst jetzt gerade, dir will ich auch 500 geben, weil, Bro, du hast einfach performt, die Runde. Das war krass. Ich glaube, das ist fair. Dann ist es so gesehen unentschieden, weil jeder von euch hatte irgendwie so eine kleine Arschkarte in der Runde. Und ihr seid alle Gewinner. So, kann man das Turnier auch mal beenden? Ich glaube, das ist ganz fair. Das ist ganz in Ordnung. GG's, W, tschüss im Chat, für die Jungs.